So, es gibt neue Stile irgendwie hier. Krass. Da auch. So, ich nehme einfach mal alles. Wir schauen uns ganz schnell den Battle Pass an. Verdiene Ausrüstung und Modi mit dem Symbol. Okay, alles klar. So, jo, wir gehen direkt Battle Pass. Seite 1. Im Besitz Shanta. Leute, Shanta. Finde ich irgendwie nice. Dann wäre es das Runin. Okay. Mendi, Blüte der Ahnen. Okay. Verzauberte Lebensblüte. Okay. Seite 2. Mondenergie. Okay. Halbmondgleiter. Oh, der sieht nice aus. Der gefällt mir irgendwie. Blutroter Halbmond. Und ein anderer Stil. So, Seite 3. Monster Truck Junior. Okay, kann man machen. Ja, hat schon was irgendwie. Blüte der Ahnenumhang. Okay. Emoticon fahre ich gar nicht. Lama Schrott. So, Seite 4. Oh, nice. Haariges Ungetüm. Das ist auch nice, wie ich finde. Okay, weiter. Seite 5. Es sind sehr viel Samurai, ne? Komischerweise. Sehr viel Samurai drinne. Ich glaube, die haben gemerkt, dass es gut ankommt. Diese Emote-Icons feiere ich gar nicht, Leute. Sorry, aber. Nice, wie hört sich das an? Okay. Midas ist wieder da. Kaugummi-Kerl. Das ist so mein Lieblingsskin wahrscheinlich. Sieht voll lustig aus. Hat so Ähnlichkeit wie mit meinem Kopf. So. Gummibeutel. Okay, die kleinen Gummibeutel. Schleimig. Lachen. Kann man machen. Kann man machen. Seite 7. Kaugummiballon. Okay, der hat was. Der hat was. Süße Gehirnnahrung. Aha. Schon lustig, ne? Das ist schon lustig. Okay. Bevor wir zocken, jetzt Seite nur 8. Sieht schon nice aus, aber haut mich jetzt nicht von dem Hocker. Samurai-Skin. Okay. Aber Seite 9, Leute. Darauf haben wir natürlich die allermeisten gewartet. Wahrscheinlich. Darauf haben die allermeisten gewartet. Guck mal, hier hätten wir erst den Ladebildschirm bekommen müssen. Wir haben den schon irgendwie, komischerweise. Das ist lustig. Und Spider-Man schauen wir uns nochmal an. Nice. Zur letzten Seite. Natürlich der Spider-Man-Move einfach abhängen. Das ist nice. Und zum Schluss den hier. So.